Oben sehe ich eine Etage höher, sehe ich noch eine Gegnermarkierung. Hier ist überall Schatten. Netterweise. Damit ich mich gleich verstecken kann. Und den auch wieder töten kann. Ich brauche mein Schrotgewehr gar nicht. Tut mir leid. Nur für den Eingang habe ich mein Schrotgewehr bis jetzt richtig gebraucht. What? Verfick dich. Bitte, lass mich in Ruhe. Ich habe auf den Scheiß... Nein, nicht nach oben. Da könnten noch mehr Gegner sein. Oh, no. Jetzt. Oh, hat er mich eingesperrt. So. Jetzt aber. Was das? Tschüss. Tschüss, du Hacker. Aus dir mache ich Hackmack. So. Hat man den auch erledigt. Mann. Sperrt er mich da einfach ein. Ich wusste nicht mal, woher der kam. Naja, egal. Es geht weiter. Hier wird gleich ein Gegner kommen. Denn die Markierung habe ich schon gesehen. Hier ist Schatten. Supi. Und er hat uns gehört. Und wird angelockt von uns. Aber er ist zu doof dafür, das wirklich zu überprüfen. Deswegen schnappen wir uns seine Schrotgewehrmunition. Jo, da knackst irgendwas. Ich weiß nicht genau, was das war. Ich habe nicht Medizin studiert. Hier bin ich. Immer noch hier. Ich warte immer noch auf euch. Nicht die Leiche angucken. Hier bin ich. Wie sie alle auf Pflanzenschütze machen und die Blätter da tragen. Das soll wahrscheinlich euren Gestank überdecken. Tja, blöd gelaufen, ne? Dass ich euch trotzdem riechen kann. Zack. Ich rieche dich später. So, komm mal um die Ecke, ist noch einer tot. Ein KIA, was soll denn das sein? Ein Kollege in KIA. Kollege in Atemnot. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall seid ihr tot. Ich habe volle Munition beim Schrotgewehr. Kann ich nachladen? Nö. Ja, ist super. Finde ich super. So. Auf diesem Stockwerk sind, glaube ich, keine Gegner mehr. Aber ich habe schon wieder eine Markierung gesehen für das nächste Stockwerk. Was wir natürlich gleich in Augenschein nehmen werden. Ja, oh, ich höre da schon wieder ein. Töte Ramirez, bevor er Verstärkung ruft. Habe ich jetzt Zeitdruck? Ja, ich habe Zeitdruck. Ich muss mich beeilen. Deswegen... nehmen wir das alles in die Hand. So easy, wie das halt ist. Oh, what the fuck? Wo geht's denn weiter? Gib mir mal deine Munition. Oh, ich muss mich wirklich beeilen, Leute. Okay, hier ist eine Sniper. Ich weiß nicht, die nehmen wir, lassen wir jetzt noch stecken. Ach, er ist ein Stockwerk unter uns. Oh, fuck you. Fuck you. Ich krieg dich, Ramirez. Brauchst gar nicht weglaufen. Und wieder einer down. So, jetzt müssen wir wirklich aufpassen. Wo guckst denn du hin? Hier bin ich. Ich habe einen Bug. Nee, ich dachte schon, ich kann hier nicht weiter. Mann, wie viele kommen denn dann noch? Ich muss ihn jetzt das ganze Haus entlang jagen. Oh, nee. Ich dachte schon, das wäre es jetzt. Zum Glück hat einer Schmerzmittel fallen lassen. Was uns natürlich in der Not weiterhilft. Nein! Verpisst euch jetzt! Ich, Ramirez, komm, ich will doch nur spielen! Ist doch bloß ein Computerspiel! Eine Minute noch, fuck you! Ich werde rushen, wie ich noch nie in meinem Leben gerusht habe. Nein, Ramirez hat natürlich unendlich Lebensenergie. Nee, hier habe ich eine Anzeige. Der hält verdammt viel aus. Das war jetzt negativ. Der Speicherpunkt ist... muss ich jetzt das Ganze nochmal machen? Och, nee. Oh. Nee, nee, Leute. Ich mache einen kurzen Schnitt.
bis wir ihn vor die Haustür gejagt haben. Also, bis gleich, weil das tue ich mir jetzt nicht an. Okay, wir haben ihn fast wieder bis zum Ausgang gejagt. Nein, haben wir sogar. Wir müssen uns aufpassen. Ich hätte gewusst, wie man es am besten erledigt. Nämlich, wir hätten uns oben das Snipergewehr holen müssen. Und das tun wir jetzt auch. Ich hoffe, wir haben genügend Zeit. Eine Etage über uns ist noch einer. Wir müssen jetzt wirklich hier Druck machen. Wir snipen von oben runter. Fast keine Energie mehr. Gar nicht gut. So, es muss jetzt einfach zacki zacki muss das jetzt hier laufen. Zacki zacki hecki mecki. Mann, ich stehe unter Zeitdruck. Das ist nicht gut für meine Nerven. Das ist gar nicht gut. So, oben ist leider noch einer. Den wir natürlich jetzt kriegen werden. So, down. Tschüss. Jetzt schnell zum Sniper. Nochmal kurz Energie absahnen. Und schon sehen wir ihn nicht mehr. Oh, fuck. Hier hinten irgendwo. Mann, nimm doch das Gewehr jetzt. Nein. Das darf nicht wahr sein, oder? Keine Ahnung, wo er steht. Es ist schlimm. Vorher stand er noch hier irgendwo. Das war so klar, er versteckt sich natürlich. Ich glaube, das kann man gar nicht schaffen. Kann man auch nicht. Dafür habe ich jetzt wahrscheinlich mein Snipergewehr, um die alle auszuknipsen. Nein, natürlich nicht. Aber ich treffe... Ich weiß nicht, wo er ist. Naja, dann gehen wir runter mit dem Snipergewehr. Und mit dem Schrotgewehr. Geht nicht, scheiße. Ich kann bloß Schrotgewehr oder Sniper nehmen. Wir empfangen jetzt einfach mal die Gegner, die hier raufstürmen. Mit einem Kugelhagel. Denn das lassen wir nicht auf uns sitzen. So, kommt mal hoch hier. Ich bin hier, ne? Wisst ihr, oder? Kommt schon. Oh Mann, muss ich euch holen, oder was? Ja, ist ja gut. Papa Chas kommt schon. Hab das hinter euch. Sag mal, sind die ganz unten, oder was? Wehe, wenn ich diese Gegner getötet habe, läuft nochmal ein Countdown. Weil dann wird das immer so hin und her gehen. Ich habe tatsächlich keine Ahnung, wo die sind. Sind die noch draußen? Den Anschein hat es ja. Die sind noch draußen. Oh my fucking goodness. Gut, dann gehen wir wieder hoch. Oh, wie machen wir das? Wir nehmen jetzt einfach das Sniper und versuchen dann Stealth-Kills-mäßig so mit Machete uns vorzuarbeiten. Und dann werden wir Ramirez mit dem Sniper erledigen. Ihn schön auf Distanz halten. Das sollte eigentlich funktionieren, ist doch eine super Taktik, ne? Meine ich auch, Leute, meine ich auch. So. Also hier kann ich ihn absolut nirgendwo ausmachen. Aber hier höre ich einen. Tschüss. Wäre besser, wenn ihr leise seid. Wäre wirklich besser für euch. Kommen die jetzt rein? Sie bewegen sich auf mich zu, ja. Aber ich finde Ramirez einfach nicht. Das ist mein größtes Problem. Da! Zack! Tod! Schrotgewehr! Und ab geht's! Ab geht es! So, da sind wir nicht hergekommen. Wir müssen runter. So, ihr könnt mir gerne entgegenstürmen. Ich werde euch sowas von vernichten. Das glaubt ihr gar nicht. So. Wann seid ihr denn endlich da? Tut mir leid. So, sie werden jetzt gleich... Der erste wird jetzt gleich... auf unserer Höhe sein. Fast zumindest.
Immer noch nicht. Mann, wie viele Stockwerke das Haus hat. Ganz vergessen. So, komm. So. Das hast du davon. Jetzt lauft mal ein bisschen schneller, ihr zwei Pfeifen dort. So, der zweite wäre auch down. Oh nein, Sniper, Sniper. Boah, Gott sei Dank. Gott sei Dank hat der nicht abdrücken können. Weil sonst wären wir hier schneller tot, als ihr hätte gucken können. Aber den haben wir natürlich zum Glück, sind wir dem zuvorgekommen, bevor er seine Absichten in die Tat umsetzen konnte. Somit haben wir wieder einen Amokläufer gestoppt, dankt Just Cheap oder Sheep oder was auch immer ich, wie ich jetzt heiße. So, tut mir leid. Ich muss mich zum Tor durchschlagen, hieß es gerade. Das wird nicht so ein großes Ding sein. Denn ich bin eiskalt, was das Töten anbelangt. Zumindest bei dem Spiel. So, da ist es doch. Starkweather's operation for months. Who's Starkweather? The guy that's been talking you through this whole circus of death? Look, I've got all I need to expose that sick bastard, but he's definitely on to me now. So I have to get back to my apartment, collect my material, and get out of town before I become another one of Starkweather's extras. You can bring him down? This Starkweather? Absolutely. This is gonna make my career. Okay, let's go. Huh? To your apartment. Drive! So, wir haben eine Reporterin kennengelernt, haben den Obermacker von Starkweather, dem Regisseur, der die ganze Zeit mit uns gesprochen hat, erledigt. Haben zum ersten Mal richtig die Stimme von Cash gehört und ich bin absolut nicht beeindruckt. Die Stimme passt nicht. Passt einfach nicht. Gut. Die Reporterin ist ein bisschen, wie sagt man da? Skandalgeil. Ne, irgendwie so sagt man da. Auf jeden Fall will sie mit diesem Material, was sie jetzt aus ihrer Wohnung holt, ihre Karriere ein bisschen vorantreiben. Ich weiß nicht, ob man dem so trauen kann. Und ja, das war es auf jeden Fall von dieser Episode Let's Doku Manhunt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.